Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Pokémon Rubin Randomized Nuzlocke Let's Plays. In der letzten Episode sind wir erfolgreich durch die Siegesstraße gelaufen und stehen jetzt hier vor der Pokeliga. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich eine ziemlich lange Grinding-Montage am Anfang der Episode veranstaltet, beziehungsweise abgehalten, um unser Squad, wie gestern in der Episode abgesprochen, auf die nötigen Level zu bringen. Und genau das habe ich auch getan. Und ja, für den Fall der Fälle, dass ihr die Grinding-Montage geskippt haben solltet und nicht allzu viel von dem Team mitgekriegt habt, gebe ich euch jetzt nochmal ein kurzes Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir jetzt vor der Liga zurzeit stehen. Meine Pokémon sind nach Level sortiert und mein erstes Pokémon im Squad und mein lowestes Pokémon im Squad ist Megani auf Level 40. Und eigentlich hätte ich Megani weiter trainieren sollen, aber die Zeit war um. Ich habe mir persönlich ein Zeitlimit fürs Grinden gesetzt, weil die Grinding-Montage ansonsten noch länger geworden ist. Und Megani ist leider das letzte Pokémon, was an die Reihe kam, trainiert zu werden. Aber Level 40 ist trotzdem ein stolzes Level für ein Pflanzen-Pokémon, für ein Starter-Pokémon. Und, ja, ich muss die Items gleich nochmal neu vergeben und nochmal ein paar Potions kaufen, weil wir noch andere Sachen haben, die wir verkaufen können, etc. Aber darauf gehen wir später ein. Und unser Megani hat immer noch Rasierblatt, Erdbeben, Gigasauger und Synthese. Das nächste Pokémon im Squad ist Cute, aka Mew, mit Zerschneiderstärke, Psychokinese und Schockwelle. Mew hat vom Level-Up-Moveset her, ich glaube mit 42, Psychokinese gelernt, was ich ziemlich geil finde, weil jetzt hat es endlich einen Step-Move. Und, ja, auch wenn sein, ja, Moveset relativ VM-lastig ist, sag ich jetzt mal, ist es trotzdem nicht schlecht, weil wir Stärke haben, damit reinhauen können. Wir haben Psychokinese als Step-Move, was mega geil ist. Und immer noch die Schockwelle für die Type-Coverage. Wir mussten Stahlflügel dafür aufgeben, weil wir Zerschneider ja nicht verlernen konnten. Aber was soll's, besser als nichts. Dann haben wir dabei als nächstes Shine, unser Lantern auf 45 mit Surfer, Donnerwelle, Donnerblitz und Blitz. Und wir haben dabei Zane, unser Raikou auf 45 mit Biss, Donner, Funkensprung und Brüller. Des Weiteren haben wir dabei auch auf 45, weil ich ja gesagt habe, 45 ist so circa die Obergrenze, bis wo wir grinden wollen, haben wir Mancha, unser allfressendes Sumpex dabei, mit Kaskade, Zertrümmerer, Lehmschuss und Taucher. Ich würde dem Pokémon am liebsten noch irgendwas anderes Gutes beibringen, aber es hat so viele VMs, es ist so voll geballert. Es ist eigentlich super gut, dass wir einen zweiten Wassertypen gerade in dem Let's Play hier dabei haben, weil wir einfach so viele VMs fürs Wasser brauchen. Surfen, Kaskade, Taucher, das ist crazy und Sumpex hat hier einen perfekten Job gemacht. Und unser neuestes Mitglied im Squad, was für euch vielleicht eine Überraschung sein wird, ist Slynn. Wir haben Slynn dabei. Unser Snobili Cut. Es hat sich in der Grinding Montage entwickelt. Ich habe Slynn ins Team aufgenommen, als es Level 45 schon war, aufgrund der Tatsache, weil ich wusste, dass Mauzi sich durch ein einziges Level entwickeln würde. Das heißt, ich habe bei Slynn die große Ausnahme gemacht und es auf 46 anstatt 45 trainiert, um ein Snobili Cut hier rauszumachen. Snobili Cut mag jetzt nicht das beste Pokémon sein, aber ich habe es persönlich bevorzugt, mit 6 Pokémon jetzt hier in die Liga reinzugehen, anstatt nur mit 5. Außerdem war Slynn schon hoch vom Level, ich konnte mir eine Menge Arbeit sparen. Und Snobili Cut ist trotzdem nicht mega bad, sondern es ist benutzbar. Und es hat Zahltag, Finte, Kreideschrei und Schlitzer. So, aber jetzt, aufgrund der Tatsache vor allen Dingen, da wir unser Team so verändert haben, möchte ich die TMs nochmal neu verteilen. Und zwar gebe ich jetzt an Slynn die Scope-Linse, weil Schlitzer mit 70 Damage extrem stark ist, hat eine hohe Crit-Ratio. Und Slynn hat jetzt auch die Scope-Linse, um noch mehr zu critten. Dings hier, Shine, was hast du nochmal für ein Item dabei? Ich glaube, du hattest das Wasser, ne? Shine hat das Zauberwasser, das kann es auch behalten. Zane hatte den Magneten, definitiv, kann es auch behalten. Megani hat gerade den Experience Share. Ich würde sogar fast behaupten, das können wir ihm auch lassen, weil es halt immer noch hinterherlevelt, in Anführungszeichen. Vielleicht kann es ja in der Top 4 noch ein paar Level snacken unterwegs, sodass wir die Möglichkeit haben, dich nochmal ein, zwei Stufen höher zu kriegen. Cute hat gerade gar kein Item. Dir sollte ich mal irgendwas geben. Du hattest vorher das Münzamulett, aber wir sind jetzt gerade nicht wirklich auf Geld angewiesen. Wir sind am Ende des Spiels angekommen, mehr oder weniger. Also es gibt schon bessere Sachen, die wir dir geben könnten. Aber wir haben nichts Besseres dabei. Und wir haben auch die meisten Items weggeschmissen, die wir hatten. Wobei wir auch gar nicht so viele Items gekriegt hatten. Wir könnten... hier eventuell das Wahlband geben. Das ist eine Überlegung wert. Aber das möchte ich irgendwie nicht wirklich, weil du hast so viel Versatility durch deine ganze Moves- und Type-Coverage-Sache mit den Elektroattacken, Psychokinese und Stärke, dass ich da eigentlich meine Moves durchswitchen wollen würde.
Ich habe nichts Besseres. Ich gebe dir erstmal das Münzamulett. Kann ja nicht schaden, weil ich möchte Mancha das Wahlband geben. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil mit Mancha gehe ich eh nur für einen Move und einen Move only, wenn ich das Pokémon draußen habe. Und das ist im Normalfall Kaskade. Und wenn ich Kaskade damit ein bisschen boosten kann, wäre das schon ganz cool eigentlich. Ich weiß nicht, ob das Wahlband jetzt wirklich nur physische Attacken boostet oder generell eine Attacke boostet. Das ist mir in Gen 3 jetzt nicht ganz bewusst. Das habe ich nicht ganz vom Schirm, besser gesagt. Aber egal. Auf jeden Fall hat es jetzt das Wahlband. Vielleicht können wir auch nochmal den Lebensschuss damit boosten, je nachdem, was wir brauchen. Scheiß drauf, aber ich glaube mal, Mancha wird damit am besten umgehen können. Das hat halt nicht so eine viele Versatility-Sache wie Q zum Beispiel, dass ich jetzt sagen würde, oh, wir müssen den Move andauernd wechseln, sondern wenn Mancha einmal draußen ist, dann ist er draußen, weil er ein gezieltes Pokémon vernichten möchte oder besiegen möchte. Und da kann dieses Item schon ganz schön hilfreich sein. So, jetzt hat jedes meiner Pokémon eigentlich ein Item. Dass ich keine Wundersaat habe, wundert mich gerade für Mega nie, aber ich glaube, ich habe mich verkauft irgendwann mal zwischendurch in den Episoden. Die haben nichts anderes für Cute, das ärgert mich ein kleines bisschen, aber was soll's. So, jetzt gehen wir aber nochmal ganz kurz hier an den Typen hier ran und verkaufen mal unser Nugget, was wir unter anderem von unserem Mauzi bekommen haben. Dankeschön dafür, Mauzi. Sweet, Dunkelbrief kann weg, Purpurstück kann weg, Rosaschall kann weg, den ganzen Schrott brauchen wir jetzt hier gar nicht mehr. Wir behalten mal die Äther-Teile, beziehungsweise diesen einen Äther, den wir hier haben. Hoffentlich habe ich auch noch ein paar Berries dabei, weil ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe das Gefühl, weil unsere Pokémon alle relativ wenig PP auf ihren Attacken haben, dass wir relativ schnell da drinne keine Attacken mehr benutzen können. Wir können auch mehr verkaufen im Sinne von Items eigentlich. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Ich könnte erstmal gucken, ob noch ein Pokémon was lernen kann. Wir haben Hitzekoller. Das wäre eine super krasse Attacke eigentlich, die ich liebend gerne einem Pokémon beibringen wollen würde. Und ich glaube, ich bringe die Attacke auch cute bei, einfach nur gegen Schockwelle. Es sind zwar nur 5 PP, aber wenn wir mal wieder ein Dings sehen, einen Pflanzentypen sehen oder einen Stahltypen sehen und wir haben keins unserer anderen Pokémon gerade zur Verfügung, dann würde ich bevorzugt Hitzekoller benutzen. Wir haben Wertwechsel, Erholung, Fassade, Sandsturm, Durchbruch. Mancha kann Durchbruch lernen. Ist eine Menge Damage. Besser als Lehmschuss. Ist ein Kampfmove. Warum nicht? Durchbruch an Mancha. Wir bereiten gerade alles vor. Schaufler hätte es bestimmt auch lernen können. Aber Slynn könnte Schaufler lernen. Okay. Gegen Zahltag. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Dadurch haben wir eine Erdenattacke mehr. Eine Bodenattacke meine ich. Plus wir haben die Tatsache, dass wir eine Attacke ausweichen können, wenn es darauf ankommt. Kraftreserve. Brüller, Gedankengut, Aquavelle, Power Punch. Oh, Mancha hätte auch Power Punch lernen können. Ich würde mir so gerne Power Punch, Durchbruch, Surfer etc. alles beibringen. Aber wir haben so viele VMs auf dem Ding. Das ist echt ärgerlich. Okay, dann lass uns mal ganz kurz hier ein paar Sachen verkaufen. Ich kann auf jeden Fall einmal Gedankengut verkaufen. Und einmal Aquavelle. Ich weiß, ich will irgendwie keine TMs verkaufen, die wir nur einmal haben. Wobei das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, soweit wir ins Spiel schon vorgedrungen sind. Ja, was soll's, weg mit der Kacke. Das ist eigentlich nichts hier, was wir wirklich brauchen sollten. Wir haben die ja nicht umsonst die ganze Zeit eingesammelt unterwegs. Irgendwas müssen wir daraus ja bekommen. Okay. Das können wir nochmal kaufen. Kaufen wir uns nochmal ein paar Tränke davon, definitiv. Oh, ich würde mal sagen, so 15 Stück. Und ich kaufe nochmal 2 Top-Genesungen dazu. Hyperheiler haben wir noch genug eigentlich. Beutel. Das ist Vorbereitungszeit hier gerade. Wir haben 32 Hypertränke, sehr schön. Wir haben 7 Top-Genesungen. Wir haben 23 Hyperheiler. Also, und wir haben hier so einen Top-Äther rumliegen. Also, wenn wir jetzt nicht gut genug gewappnet sind, weiß ich auch nicht weiter. Wir haben einiges an Items. Wir sollten eigentlich good to go sein. Okay, Leute, dann wollen wir ja mal hier reinspazieren. Ab hier haben nur Trainer, die alle Orden der Arena erhalten haben, Zutritt. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du auch alle Orden hast. Trainer, glaube an dich und deine Pokémon. Auf geht's, Boys, wir sind in der Top 4. Ab hier gibt's kein Zurück mehr, wir können nicht rausgehen, wir können nur noch weiter vorwärts gehen. Und ab hier geht der Shit down. Ich bin gehypt für diese Episode. Und wenn ihr es auch seid, lasst es mich wieder mit einem Like wissen, meine Freunde. Lasst es mich wissen. Und hier ist unser erster Kollege. Hallo. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Ha, gut. Das sieht gut aus. Schön.
Lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon-Liga erleben kann. Einen Next-Level-Kampf also. Let's go! Ey! Ulrich, mein Boy, du warst schon damals so ein Styler mit deinen Haaren und so. Ziemlich interessant. Beste Musik, Alter. Oh mein Gott. Ich liebe Pokémon-Musik so. Puh. Okay, du hast einen Golking. Legen wir mal los. Golking gegen Megani. Und ich weiß nicht, ob das so eine super Idee ist, mit Megani draußen zu bleiben und Rasierblatt zu drücken. Weil ich weiß, das Ding lernt Schnabel. Und deine Hornattacke macht auch verdammt viel Damage, Kollege. Und wir machen gar keinen Schaden. Und wenn das Ding crittet, sind wir weg vom Fenster. Ich gehe mal den Dingssauger auspacken. Den Staubsauger auspacken. Oh, er hat gekrittet eben. Ich wollte schon sagen, warum hat eine Hornattacke so viel Damage gemacht? Der Shit ist absolut unreal gewesen. Gib mir die HP weg. Ey, gib mir die HP weg. Ey. Dreschpflege. Machst du jetzt einen auf Carpad oder was? Holy shit, es crittet schon wieder. 5 AP. Boys, er hat einen 56er Golking ausgepackt. Es kann doch von hier aus nur noch höher werden, oder? Wir sind, glaube ich, absolut unter Level, trotz der dicken Grinding-Montage. Immerhin gibt es eine dezente Menge Experience und er hat einen Sherox am Start. Und ich wechsle zu Cute. Sherox könnte auf mich zwar sehr effektiv sein, vor allen Dingen mit den Käferattacken, aber ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwas hat, was mich wirklich sweepen könnte. Und ich outspeede und ich habe Hitzekoller. Für genau solche Momente. Body, bitch. Easy. Lantern. Pokémon wechseln, definitiv. Herr Megani wäre mein Lantern-Switch. Aber es ist Low HP. Aber ich könnte es heilen. Weil meine beiden anderen Pokémon mit Elektroattacken wahrscheinlich nichts machen können. Okay, Hypertrank. Und einmal voll machen, bitte. Nutzt Bodychecks. Alles klar, mein Freund. Rasierblatt. Holy shit, that damage. Yes! Sehr effektiv. Der Critical Hit. Geowatz. Ich habe Angst, dass du mir um die Ohren fliegst. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und auch wenn Megani dich normalerweise countern könnte, wechsle ich zu Shine, weil Shine tanky AF ist. Und weil Shine auch effektiv auf dich ist. Und wir werden mal sehen, was du machst mit deinem Geowatz. Ich zeig dir den Surfer, mein Freund. Ey, sehr schön. Oko. Ein Fruchtstoff Megani, okay. Lichtschild. Nee, danke. Lass mal stecken. Nicht lernen, ja. Pixie. Ich bleib mal draußen. Lass mich überraschen, was dieses Pixie macht. Aber normalerweise sollte Shine damit... Oh, 49. Normalerweise sollte Shine damit klarkommen. Weil Shine macht sehr viel Damage in unserem Team. Und das war ein Crit und wir haben damit gerade mal über die Hälfte gemacht. Yes, Gesang geht daneben. Okay, let's go. Das Ding hat Leftovers. Eine Zitrubeere, okay. Ich würde schon sagen, hat das Ding wirklich Lefties, Leftovers? Gesang. Okay, Hyperheiler. Wir machen dich mal ganz kurz wieder Wachschein. Und du kriegst ein Duplex-Sieb ab. Naja, das ist jetzt nicht allzu bedrohlich. Aber es macht schon gut Schaden, wenn man bedenkt, dass es bis zu 5-mal treffen kann. Und wir surfen, wir outspeeden, wir besiegen. Sehr schön. Okay, er hatte schon 49er Pokémon dabei, also gehe ich echt davon aus, dass wir hier noch auf Level 50 bis 55er treffen sollten. Puh. Nun hör dir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet. Da solltest du in den nächsten Raum gehen zum nächsten Kampf. Mom Boy! Danke für den Hinweis. Darauf wäre ich ganz alleine bestimmt nicht gekommen. Aber was soll's. Haben wir noch irgendwas Kleines, was heilen kann? So ein paar KP. Ja, haben wir tatsächlich. Und zwar die Sinelbeere, die gute alte.
Weil ich will nur mal ganz kurz hier die paar KP hier voll machen, für die wir keinen Hypertrank verschwenden brauchen. Sehr gut. Weil ich habe das Gefühl, wir werden noch auf irgendwas treffen, was wir Stall healen müssen. Und das wäre schon richtig heftig. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm schon und schau, ob du irgendwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Dada. 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 Alles klar, dann komm ran hier. Mit deinem Geradax. 48. Lass uns das Pokémon wechseln. Wir wechseln mal raus zu irgendwas, was tanky ist und trotzdem gut austeilen kann. Wie wär's mit... Mancha. Komm mal raus hier, Mancha. Wir müssen nicht die ganzen PP von unseren Main-Pokémon verbrauchen. Das wäre... Der Crit? Okay. Relax? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich bin extra zum tanky Pokémon geswitcht. Bitch. Ja, Durchbruch. Wie wär's damit? Kabum! Ey, sehr effektiv. TM kommt schon in Klatsch. Genauso wie jetzt Zuckerler Klatsch gekommen ist. Es war eine gute Entscheidung, die Coverage meiner Pokémon noch ein kleines bisschen zu verändern. Papinella. Möchtest du das Pokémon wechseln? Warum nicht? Möchte ich. Zane, komm mal raus hier. Sei mein Freund, ich brauche deine Hilfe. Und Donner. Es verbindet auch noch, Mann. Wir haben auch noch getroffen, das ist unglaublich. Das ist sehr effektiv. Easy Oko. 4 Level über mir. I don't give a fuck. Registeel. Ja, wir wollen das Pokémon wechseln. Registeel ist fucking unheimlich. Das Ding explodiert wieder in mein Gesicht. Und ich habe das Gefühl, Shine ist die richtige Auswahl. Aber ich gehe all in. Ich nehme Cute raus. Ich hoffe, Cute kann überleben. Weil ich auch hoffe, dass Cute outspeedet und das Ding in eine andere Dimension schießt, bevor es explodieren kann. Hitzekoller. Es überlebt! Und unsere Special Attack wird um 2 reduziert. Holy shit, no way. Eisenabwehr, okay. Okay. Seine Verteidigung steigt stark. Riskiere ich jetzt noch einen Hitzekoller oder switche ich zu einem anderen Pokémon? Ich glaube, ich switch raus. Ich glaube, ich switch mal ganz kurz zu Shine. Blitzkanone, sehr schön. Ging daneben und wir benutzen Surfer. Es war immer nicht genug Damage. Amnesie? Okay. Special Verteidigung steigt stark. Top Genesung, du Arsch. Mach kaum Damage. Ich habe auch meine ganzen Surfer. Oh mein Gott, Alter. Es wird so tanky. Antikraft, jetzt geht's richtig los. Ich benutze gerade den Speed-Up-Button ein bisschen, obwohl es ein wichtiger Kampf ist, weil sich das hier übelst lang zieht, wie ihr sehen könnt. Ich könnte wechseln zu Shine, zu Cute, glaube ich. Wir sollten die Antikraft easy tanken und eine Hitzekoller. Macht ab hier nicht mal kurz einen Prozess. Holy shit! Es ist so mega geplust schon in Stats. Okay, weg damit. Weg damit. Der nächstes kommt Waylord. Das Pokémon wechseln? Warum nicht? Zane. Donner. Wir müssen. Shit. Und er ist aber 50. Oh oh. Okay. Donner, wir müssen schon wieder. Okay, für solche Momente haben wir dann auch Funkensprung wieder eingepackt. Das haben wir das Level abbekommen und darüber kann ich mich gar nicht beschweren. Top Genesung. Geheim voll machen die Verwirrung mit weg, die er durch eine Aquawelle durch Random Luck gekriegt hat. Whatever. Aber wir haben immerhin die Paralyse gekriegt. Ich kann mich nicht beschweren. Aber ja, wir haben ja Funkensprung gelernt. Funkensprung ist besser als Donnerblitz gewesen. Donnerblitz sage ich schon. Als Donnerschock gewesen, so rum. Von daher können wir auch hiermit ganz schön viel anfangen. Wenn wir den Donner unbedingt missen wollen, haben wir immer noch den Funkensprung an unserer Seite.
42 auf Megani, wir holen auf. Es geht weiter. Dragoran. Ah, ich habe keine Eis-Pokémon. Zane könnte einen Dragoran regeln. Es ist Dracheflug. Wir machen neutralen Damage. Zane. Oh, es ist 51, Mann. Thunder, du musst treffen. Ich verlasse mich auf dich, Zane, Alter. Dreh durch. Es ist ein Thunder. Thunder Paralyze. Yes. Oh Mann, Agility. Es geht richtig los. Es geht richtig los. Weißnebelnest nach. Okay, das hat er auch noch aktiv. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass wir noch einen Weißnebel aktiv hatten. Und wir hitten den Thunder nochmal. Dragoran schmilzt dahin. Wunderbar. Turles hat mir indirekt leid getan, aber was soll's. Oh, verdammt. Außen vorbei. Verloren. Es musste einfach sein. Das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt, daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit euch dieses Band bringt. Geh und bestreite den nächsten Raum. Holy crap. Dritter der Top 4. Jetzt geht's richtig los, Boys. Willkommen. Mein Name ist Frosina. Und ich bin von den Top 4. Ich bin von weit her nach Hoenn gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht's mit dir aus? Ich würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Du bist ziemlich unfreundlich. Und ich würde gerne eine große Klappe haben, aber da ich nicht sicher bin, ob ich dich wirklich besiegen kann, weil eure Pokémon abnormal hoch sind, bin ich erstmal ein bisschen ruhiger und gib dir nachher, was du verdienst. Die hat einen GS-Ball in der Hand. Die hat einen goldenen Pokéball in der Hand, gerade auf ihrem Sprite. Holy crap. Und ich leade... Ich habe erstens vergessen zu heilen. Fuck. Und zum zweiten leade ich immer noch mit Megani. Das ist nicht clever gewesen. Okay, Body Slam, den tanken wir weg. Ich halte erstmal meinen Squad ganz kurz hoch. Es hört nämlich nicht auf uns zu Body Slam. Es sollte kein Problem darstellen. Und jetzt Top-Genesung, um die Paralyse und die Leben wieder voll zu kriegen. Holy shit, was ist ein Solarstrahl? Donner. Paralysiert, ey. Komm schon. Para. Yes. Okay, Funkensprung. Ich wollte schon Brüller sagen. Funkensprung. Sollten zwei Stück reichen zum Besiegen. Tropius. Oh mein Gott, es überlebt sehr, sehr knapp. Es hat Synthese, alles klar. I see. Funkensprung. Ich könnte auch zu Cute wechseln. Der Hitzekoller sollte eigentlich mal ganz kurz hier durchschießen. Auf das Pokémon hier sind wir übrigens auch nur neutral, weil es halt Pflanze Flug ist. Donner. Yes, wir treffen. Damit finishen wir auf jeden Fall. Du überlebst nicht nochmal mit einem HP. Das verspreche ich dir. Okay. Kamerupt. Dafür haben wir geheilt. Genau dafür haben wir unter anderem geheilt. Ich will mir meine Surfer-PP auf Schein jetzt nicht alle verschwenden. Ich möchte zum Mancher switchen. Frage ist nur... Ja, warum nicht? Let's go, Sumpex. Let's go, Mancher. Get it. 53. Kaskade. Let's go. Volltreffer. Critical Hit. Get out of here. Ariados. Cute, komm mal raus. Eigentlich müssten wir Slynn mal ein bisschen Screentime geben, aber mit Slynn bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie viele dieses Pokémon wirklich machen kann. Ich bin ganz happy, dass wir es dabei haben. Hitzekoller. Let's go. Aber obwohl ich happy bin, dass wir es dabei haben, weiß ich nicht, was das wirklich an Performance bringt, das Pokémon. Weshalb ich sehr vorsichtig damit bin, das Pokémon rauszuschicken. Ich wette, das Ariados hätten wir zwar damit down gekriegt, aber das wäre definitiv komplizierter gewesen als... Oh no! Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Joke in diesem Let's Play schon gebracht habe, aber da kommt schon wieder ein Ho-Oh! Ey! Ho-Oh ist so ein klasse Pokémon, Mann. Ihr könnt alle sagen, was ihr wollt. Ho-Oh ist dope. Dope as fuck. Wahrscheinlich sogar mein liebstes Legendary-Pokémon. Hands down. Und ich habe euch gesagt, wir treffen auf irgendwas Atemberaubendes hier drin. Und es ist ein Ho-Oh. 52. Oh, no. Ho-Oh. Let's go, Surfer.
Wie oft wir diesen Joke schon in diesem Let's Play gemacht haben. Nicht nur in diesem Let's Play, auch im letzten Let's Play, weil wir in dem letzten Let's Play ja... Oh, wir haben keine AP mehr für Surfer, dann halt Donnerblitz. Feuersturm. Okay. Okay. Das Ding geht her und will gebrannten Fisch oder gebratenen Fisch haben. Gucken, wie viel Damage Donnerblitz macht, bevor wir eventuell zur Mancha wechseln. Dezenten Schaden. Damit können wir leben. Das so ballert einfach nur seine stärkste Attacke auf mich drauf und will mich wortwörtlich zerreißen. Und macht auch super viel Schaden. Es macht so viel Schaden mit einer nicht effektiven Attacke, wie ich mit einer effektiven Attacke. Das ist schon traurig. Es hat nur 7 Level über mir. Und geht trotzdem so ham. Dieser Schrei. Du, 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 du. 43 auf Megani, wir holen auf. Bald haben wir die 45 geknackt. Simsala. Boah, ich habe nichts, was wirklich super special defensive ist, worauf ich mich gerade verlassen wollen würde. Aber ich könnte zu Cute gehen, weil Cute zumindest resisten sollte. Und ich kann Stärke spammen, weil ich weiß, dass die Defensive von Simsala papierdünn ist. Dass du ein kleines Steinchen wirfst und er fällt um. Er benutzt Gedankengut, okay, damit kann ich leben. Ich habe keine Lust, eine Special-Attacke zu benutzen. Special-Attack steigt, Special-Verteidigung steigt, dort speedest mich. Davon bin ich auch ausgegangen. Aber normalerweise sollte die Stärke dich auf mindestens 50% bringen. Es war ein Crit und wir haben dich auf 3/4 runter. Also auf ein Viertel runter, meine ich. Psychokinese ist resisted, du bist zwar +1. Und das macht so viel Schaden. Aber wir können auch eine Psychokinese hier nachfressen, zur Not, wenn er nicht crittet. Und da geht's down, das Alakazam! Alakazam, mein Freund, was geht bei dir? Okay, also ich muss sagen, dass unsere Gute hier schon einige stärkere Pokémon hatte. Mit Ho-Oh, Simsala. Nicht schlecht. Die Musik kann ich mich gar nicht erinnern, die ist dope. Da, 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 da. Okay, sie geht anders, aber egal. Aber da seht ihr schon wieder, sie hat den goldenen Pokéball in der Hand. Und der einzige goldene Pokéball, den ich kenne im kompletten Pokémon, ist der GS-Ball. Warum hat sie den goldenen Pokéball in der Hand? Du und deine Pokémon. Euer Zusammenhalt brennt, verbrennt alles. Diese Hitze besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahinschmolz und dir nicht schadete. Ja, wir haben den Hitzekoller auf Mew. Geh weiter in den nächsten Raum. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Okay. Dann heilen wir mal ganz kurz den Squad hoch. Verbrennung von Schein wegnehmen. Und wir machen mal ganz kurz hier einen auf... Yonagobeere, genau, so hieß das Ding. Und füllen den Surfer auf. Füllen Hitzekoller wieder auf. Füllen den Gigasauger wieder auf. Und damit sollte eigentlich alles voll... Eigentlich alles voll sein, so rum. Holy shit. Wir können den Donner nochmal auffüllen. Auf den verlassen wir uns nämlich auch ziemlich häufig. Donner. Okay, sehr schön. Seid ihr bereit, Boys? Ich bin's nicht. Aber wir tun's trotzdem. Sweet. Sweet. Dragon-Types. Ich bin der Letzte der Top 4. In der Pokémon-Liga Dragan. Der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigem Partner zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Okay, dann zeig mir, was du drauf hast. Nicht, dass du wieder große Töne spuckst und nichts dahinter hast, so wie deine letzte Vorgängerin. Wobei die schon scary war, versteh mich nicht falsch. Aber nicht scary genug für mich. Liliana heißt du, mein Freund. Hallo, Lilly. What's up? Und du leadest mit einem Kramux. Kramux kann gefährlich sein, aber im Großen und Ganzen ist Kramux doch wohl eher ein schlechter Witz, oder? Zane, komm mal raus hier. Kramux, Alter. Ich habe mit Kramux schon ziemlich viel Schaden angerichtet. Ich weiß, wovon das Pokémon oder was das Pokémon machen kann, wozu das Pokémon fähig ist. Aber gleichzeitig ist es auch ein super schlechtes Pokémon, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was der von mir möchte hier gerade mit seinem Kramux. Aber er macht schon ziemlich viel Schaden. Verpiss dich jetzt mal. Thunder. Ey. Wenn das nicht Oko ist, weiß ich auch nicht weiter. Sehr effektiv. Oko. Base-Pokémon. Adios.
Starmie. Wir bleiben draußen. Hundertprozentig und heilen aber mal ganz kurz. Weil das Ding wird mich bestimmt outspeeden. Davon gehe ich fast aus. Aber Sternschauer ist jetzt nicht so super toll. Ah, ich kann noch mal für den Thunder gehen. Wir treffen auch, wir schalten auch aus. Sehr schön. Dann kann ich nämlich nächste Runde eventuell für eine Top-Genesung gehen, falls wir das brauchen, um die Verwirrung und um mein Leben wiederherzustellen. Arktos. Wir bleiben draußen. Es kommen weiter Flug- und Wassertypen. Wir bleiben draußen. Arktos ist dope, verstehe mich nicht falsch. Wir heilen mal ganz kurz. Agility, okay. Arktos ist dope, versteht mich nicht falsch. Aber... so viel Aufwand für nichts. Aber... Zane ist doper, hundertprozentig. Hundertprozentig. Und wie lange ich diesen Satz ziehen... What the fuck, es überlebt sogar. Wie lange ich diesen Satz ziehen musste, nur um ihn durchzukriegen, weil so viel zwischendurch passiert ist, war der Wahnsinn. Aber wir treffen noch einen Thunder. Wir sind lucky heute, Boys. Und Arktos geht dahin. Die Paralyse hat ihn geslowt. Wir konnten zuerst angreifen. Maskeregen, wir bleiben draußen. Wir buddyen dich mit Zane. Von dir bleibt nichts über, mein Freund. Wir zerstören dich mit Zane. Easy. Das Ding ist ein Wassertypen, glaube ich. Wasserflug? Wasserkäfer? Käferwasser? Ich weiß nicht genau, was das für ein Typ war. Eine Attacke ging daneben. Okay, dann gehe ich jetzt halt für Funkensprung. Wir haben jetzt zwei Thunder hintereinander gemisst. Glück ist verbraucht. Bis zum nächsten Kampf halt. Stachelspore. Stimmt, wir sind noch in der Early Gen. Man kann immer noch Elektro-Pokémon paralysieren. Da war was. Silberhauch macht gut Schaden und sein Angriff steigt. Silberhauch Physical? Oh, Initiative steigt auch. Special Attacks steigt. Alles Mögliche steigt. Holy shit, das ist broken as fuck. Begon. Und noch ein Simsala, noch ein Alakazam. Ich würde sagen, wir gehen wieder raus zu Cute. Das hat sehr gut funktioniert beim letzten Mal und... na, wenn es funktioniert, warum soll man es ändern? Ihr wisst ganz genau, was ich meine. 55! Und es schwimmt Gedankengut und outspeedet mich. Es könnte echt unheimlich werden, wenn wir das Ding jetzt nicht two-shotten. Aber ich gehe davon aus, dass wir es two-shotten. Das haben wir nämlich eben auch getan. Oder auch nicht, what the fuck? Okay, er benutzt sehr. Ich muss sehr vorsichtig sein. Turn 1. Er hat eine Beere. Ich glaube, ich spinne. Sollte aber nicht allzu viel heilen. Nochmal sehr. Schlug fehl. Hat er keine andere Attacke? Wenn ja, dann haben wir Glück gehabt. Sehr macht super viel Base Damage. Und jetzt sollte uns der Seher eigentlich treffen. Und jetzt, genau jetzt, benutzt er Psychokinese. Fuck. Der Seher sollte uns jetzt treffen. Jetzt in diesem Moment eigentlich. Unsere Special Death sinkt auch noch. Wir verlieren Cute. Wir verlieren Cute. Wir verlieren Cute. Wir verlieren Cute. Es ist nicht mal... Ich wusste es. Wir verlieren Cute. Slynn. Binte. Oh mein Gott, er heilt auch noch. Und wir haben Cute verloren, Mann. Okay, welches Pokémon hier in meinem ganzen Team hat super viel Special Defense? 77, 113, 91, 105. Zane. Ist aber nicht ready to battle. Ich muss ihn erst heilen. What the fuck, der Damage? Zane wird das nicht überleben. Cute hat das, Shine hat das nur überlebt, weil er so viel Leben hat. Okay, wir müssen heilen. Psychokinese. Mann, warum mussten wir den Special Defense Drop kriegen? Das hat mit dem Seher so viel Schaden gemacht. Und da ist der Special Defense Drop schon wieder. Wir müssen wechseln, ansonsten one-shottet er uns beim nächsten Mal. Zane. Sehr fuck off, Mann. Ich habe nichts, um ihn zu paralysieren oder so. Ich wollte mit Shine draußen bleiben, hab gestallhealt, um zu paralysieren. Wir müssen heilen.
Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind so am Arsch. Bitte nicht, Mann. Sweept er uns jetzt mit einem Simsala, nur wegen Gedanken. Okay, wir überleben. Nein, wir wurden vom Seher getroffen. Holy shit, ich habe den Typen ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Eben war der noch kein Problem, aber mittlerweile, das Simsala, das macht Feines doch. What the fuck? Ja, wir werden eh wieder von beiden Attacken getroffen. Ich benutze Dollar Welle. Es hat Synchros, das ist ein scheiß Witz. Okay. Wir heilen voll. Und reduzieren, sage ich schon. Und nehmen die Paralyse von uns weg. Okay, Death Drop, wir müssen rauswechseln und der Seher trifft uns und wir werden hier total zerrissen, Mann. Mancha, komm through. Kaskade. 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 Seher. Wenn wir outspeeden? Kaskade. Er hält schon wieder. Alles war umsonst. Wir haben verloren. Das Spiel ist vorbei. Game over. Hier ist vorbei. Hier ist absolut vorbei. Wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Wir können nichts machen! Mancha! Woo! Okay, sehr schön. Hervorragend, das muss man sagen. Die gebührt wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh weiter, der Champ erwartet dich. Oh nein, auf uns wartet noch ein Kampf, ja. Troy, mein Boy. Oh, wir haben nur 3 Pokémon dabei und eins davon ist Slynn. Nein. Wir haben unsere 3 Main Carries verloren. Fuck. Sieht schlecht aus. Es sieht absolut schlecht aus. Mann, dieser Special Defense Drop auf Cute hat uns das echt verloren. Hätten wir nicht den Special Defense Drop gekriegt, dann hätten wir den sehr überlebt, hundertprozentig. Ich bin mir sicher. Ich bin mir zu 100% sicher. Willkommen, Gimp. Ich habe schon darauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und? Was hast du alles auf deiner Reise mit dem Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Was wurde in dir erweckt? Ich will, dass du all das im Kampf gegen mich einsetzt. Nun zeig es mir. Kann ich nicht. Ihr habt mir meine Hälfte oder die Hälfte meines Pokémon-Teams weggenommen. Ich hoffe, du hast nur Trash-Pokémon. Ich hoffe, du hast nur Trash-Pokémon. Ich wünsche dir, dass du nur Trash-Pokémon hast. Und du hast einen Tour-Talk. Okay, mein Boy. Megani? Ich hoffe, du hast keinen Eisstrahl. Regentanz. Oh Gott, das könnte trotzdem sehr viel Damage machen. Vielleicht geht er auch für... Nein, geht er nicht. Nevermind. Gigasauger, komm schon. Wir machen 0 Damage. Es regnet weiter. Ich hätte definitiv höher trainieren sollen. Wird von Direktor 1 zurückgerufen. Schluck weg, okay. Das Ding wird uns auch richtig Probleme machen. Weil wir können darauf fast nichts machen. Wir haben Earthquake, though. Earthquake. Matschbombe. Sehr effektiv auf uns, sollten wir aber easy überleben. Wusste es. Aber es war super knapp, Alter. So easy überleben war das gar nicht. Es macht kaum Damage. Fuck. Wir müssen swappen. Wir tanken easy auf dem Pokémon hier, das ist sehr gut. Okay, ich heile jetzt erstmal ganz kurz. Hypertrank. Erstmal ganz kurz Megani voll machen. Horter. Och nee, nicht so eine Scheiße. Okay, dann fangen wir mal an. Weiß nicht, was wir am besten benutzen sollten. Aber ich bin für Durchbruch irgendwie.
Es ist resisted, ja. Ich weiß, dass es resisted ist, aber... Ich meine, ich kann ja mal zu Slynn wechseln. Hat nicht viel gebracht. Ich muss jetzt zurück nach Mancha wechseln. Okay, und wir heilen definitiv. Erstmal Mancha, weil Mancha easy tanken kann. Und dann heilen wir Slynn nochmal. Und dann gehen wir mal für Kaskade. Vielleicht macht Kaskade ja mehr Damage. Naja, nicht wirklich. Zumindest ist es nicht mehr resisted. Ich habe schon gedacht, dass... Ein Fessler. Okay, okay, okay. Relax, 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 relax! Danke. Holy shit. Wir hätten höher grinden sollen. Ich bereue es nicht, höher gegrindet zu haben, Mann. Lubella, wir müssen wechseln. Slynn, komm mal raus hier. Wir müssen Mancha auf jeden Fall auf Slynn jetzt heilen. Hätte echt höher grinden sollen. Aber dann wäre die Grinding Montage noch so viel länger geworden. Vor allen Dingen, warum machen die auf einmal einen Sprung von Level 50ern, 45ern auf Level 56? Shit, das ist so viel Damage. Aber Blättertanz hat doch noch einen Nachteil für ihn, oder? War da nicht was? Wird er nicht am Ende verwirrt nach 2-3 Mal? Ist doch Petal Dance die Attacke hier gerade, oder? Wenn ich mich nicht täusche, sollte er gleich verwirrt werden. Wir haben nicht mehr so viele Heal-Items. Das wird echt knapp mittlerweile. Eigentlich hat Petal Dance aber auch nur 5 PP. Das heißt, wenn er nicht crittet, kann ich das ausstallen. Da ist die Confusion. Hitte dich selbst. 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 Ey, thanks, bruh. Und auf geht's, Schlitzer. Macht gar keinen Damage. Hitte dich selbst. Ist das Solarstrahl? Schaufler. Bitte dich selbst. Okay, der Solarstrahl ist so oder so nicht durchgekommen. Und wir haben uns schön verpisst. Wunderbar. Immerhin konnten wir die Attacke sowieso... Oh, ist nicht mehr verwirrt. Das gefällt mir gar nicht. Absorbiert Sonnenlicht. Ich mach das den ganzen Tag, wenn es sein muss. Auch wenn sich der Kampf übelst in die Länge zieht. My dude. Panel Dance. Okay. Wie schon gesagt, das Ding hat, glaube ich, 5 PP. Ich weiß nicht, ob jede Anwendung dieser Attacke als PP gilt oder ob das halt gestackt wird. Da ist schon wieder die Verwirrung. Sehr schön. Und wir heilen nochmal, definitiv. Wir müssen stallen, wir müssen einfach stallen. Ich könnte nach Megani switchen, aber Megani würde auch 0 Damage machen. Würde zwar auch wahrscheinlich weniger Schaden bekommen, aber... Naja, was soll's. So, er wird es bestimmt heilen, sobald er in den low-orangen/roten Bereich kommt. Und ich benutze das Kreideschrei. Das senkt die Verteidigung stark. Ist schon nicht mehr verwirrt, what the fuck. Da kommt noch ein Blättertanz. Und ich heile. Muss jetzt echt aufpassen. Er hat noch 4 Pokémon hier nach, Mann. Ich habe keine Heals mehr. Oder fast nicht mehr. Verwirrung. Jetzt. Nach dem nächsten Attack. Und kein Crit. Please. Ich hasse dieses Geräusch mittlerweile. Biu, 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 biu. Fuck off. Yes. Sehr schön. Wir heilen nochmal. Triff dich selbst. Yes. Wir haben deine Verteidigung gesenkt. Da kommt die Top-Genesung. Ich hab's gerochen. Ich wollte die Verteidigung eigentlich bis auf minus 6 senken, damit wir mit Schlitzer richtig Schaden machen können. Aber es macht auch schon so ganz guten Schaden. Und wir dürfen Double Turn attacken. Solarstrahl, wir können gewinnen diese Runde. Und Schlitzer. Okay, dass mir Bluebella irgendwann mal so viele Probleme macht, hätte ich nicht gedacht, aber das Ding war immerhin 10 Level über mir.
Da kommt das Turtok wieder raus. Wir wechseln wieder raus zu Megani. Ich hoffe nicht, dass der Kollege Eisstrahl oder sowas oder Blizzard hat. Ansonsten sehe ich wahrscheinlich ziemlich alt aus. Rasierblatt. Das ist sehr effektiv. Es regnet weiter. Rasierblatt, Schutzschild. Rasierblatt. Turbodreher? Habe ich gerade richtig gesehen? Komm schon, finde ich ihn. Gigasauger. Ich wollte mir gerade meine... der Crit! Nice. Regentanz. Das Ding hat nichts drauf, um uns anzufassen. Es hat bestimmt noch einen dritten Move. Es hat Schutzschild. Was war das noch? Rapid Spin. Regentanz hat bestimmt noch irgendwie Surfer oder Aquawelle oder so. Aber es kann uns nicht berühren, weil es weiß, das ist nicht sehr effektiv. Er spielt gerade nur ein Stall-Game. Yes! Ha, komm ran hier. Du bist 13 Level über uns. Komm ran hier. Spiel mit mir. Turbodreher. Rapid spin all you want. Ich spiele eh nicht mit Self Rocks oder Spikes. Easy. Okay, er hat noch 3 Pokémon jetzt oder noch 2? 2 oder 3 Pokémon sind noch da. Und ich hoffe, es kommt kein Monster mehr raus. Disputa. Megani und Mancha sollten damit gut klarkommen. Ich glaube, ich switch zu Mancha. Moment. Bericht. Verteidigung 104. Verteidigung 99. Megani, ich gebe dir die Chance. Ein Pseudo-Legendary auf die letzten 3 Pokémon. Aber es ist nur ein Depot. Es ist nur ein Tita. Ein Despota. Er sollte nichts haben, was auf uns irgendwie effektiv ist eigentlich. Gigasauger. Steinhagel. Damit sollten wir klarkommen. Es macht neutralen Damage. Wir schrecken zurück. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das darf nie passieren. Niemals. Weil jetzt sind wir nämlich im scheiß Heal-Zyklus gehalten. Und müssen heilen. Er hat Fuchtler. Wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Top Genesung. Er sollte eigentlich jetzt verwirrt werden, oder? Okay, outspeeden wir ihn eventuell. Steinhagel, 1 HP, Gigasauger! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wir überleben auf jeden Fall den Sandsturm. Ich bin überlegen, Pokémon zu switchen. Anstatt zu heilen. Ja, ich wechsle das Pokémon. Er ist verwirrt. Er haut sich bestimmt selbst. Oder auch nicht. Steinhagel, okay. Aber das können wir tanken. Es ist resisted sogar auf Mancha. Es war eine gute Idee, rauszuswitchen. Ich wusste ja, dass wir resisten, aber ich weiß nicht, was er sonst noch für Attacken hat. Das könnte gefährlich werden. Aber wir haben Kaskade. Eine gebandete Kaskade. Und du triffst dich selbst. Let's go. Yes! Der Critical Hit. Woo! Disputa? Are you fucking serious? Mein Gott, oh nein. Du willst mir doch wortwörtlich AIDS geben. Wir haben nur noch eine Kaskade. Okay, let's go. Knirscher. Überleben wir. Überleben wir. Yes, Kaskade. Gib ihm. Gib ihm. Da war kein Crit bei. Schade. Wir müssen heilen. Wir müssen... Oh mein Gott! Wir haben keine Attacke mehr übrig gehabt. Wir konnten nicht auf viel klicken. Ich habe aus Versehen geklickt. Oh fuck, wir haben verloren. Oh fuck, wir haben verloren. Slin. Alles hängt von dir ab, Slin. Schaufler. Du bist nur Speedest. Du outspeedest. Ich hätte heilen können und mir
das Max-Dings da reinziehen können für mehr Kaskaden. Steinhagel. Komm schon, Slynn. Wir verlieren die Lok beim Champion. Wir verlieren die Nuzlocke beim Champion. Das ist meine erste offiziell verlorene Nuzlocke. Die in Gold hat ja nicht gezählt, weil wir wussten, wir sind 20 Level unterlevelt und verlieren. Aber das ist meine erste offiziell verlorene Nuzlocke. Weil wir super unterlevelt waren und ich mich gerade eben verklickt habe. Wir waren so kurz davor zu gewinnen. Unterlevelt, alles dran. Drum und dran, meine ich. Wir waren so kurz davon zu gewinnen. Schade. Egal. Meine erste verlorene Nuzlocke. Pokémon Rubin. Total unterlevelt. Gegner total unterschätzt. Was will man machen? Es passiert. Holy crap, es war so close auch vom Ende. Hätten wir den einen Kampf gewonnen, uns haben zwei Pokémon davon getrennt, unterlevelt die Nuzlocke zu gewinnen. Krasser Scheiß, Mann. Naja, was soll ich machen? Im Postgame wäre eh nichts mehr großartig gekommen, wir hätten noch Rayquaza geholt, denn das wäre es gewesen. Das lassen wir jetzt wohl ausfallen. Die Nuzlocke ist vorbei, wir haben verloren, Leute. Ich danke euch aber fürs Zusehen. Ich danke allen, die das Projekt von Anfang bis zum Ende mitgeschaut haben, die mitgefiebert haben, die mir die Daumen gedrückt haben. Ich danke euch wirklich für euren Support, für die Likes und aber auch, holy shit, und aber auch dafür, dass ihr generell da wart, Kommentare da gelassen habt, aktiv wart. Danke dafür. Eine kleine Sache, die ich jetzt andeuten möchte oder ansagen möchte, ist, ich werde erstmal bis zum 17. kein Pokémon-Let's Play mehr starten. Das sind also jetzt ungefähr 19, 20 Tage, je nachdem. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir jetzt ein Pokémon-Let's Play starten würden, wir das durchbekommen würden, bevor Ultrasonne und Ultramond rauskommt. Da ich Ultrasonne, Ultramond, beziehungsweise Ultramond in meinem Fall, Let's Playen möchte als ganz normales Let's Play, nicht als Nuzlocke, werde ich warten, bis das Spiel rauskommt, mir das Spiel am Day 1 holen und dann am Day 1 das Let's Play dafür anfangen. Das wird halt ein Non-Nuzlocke, ganz normales Durchgespiel, ein ganz normales Playthrough mit mir. Wir können chillen, Spaß haben, ihr seht mein Team, ihr seht, wie ich durch das Spiel durchspiele. Und wir haben Spaß damit. Und wenn wir dann mit dem Ultramond-Playthrough durch sind, danach, daraufhin, dann fangen wir an mit Nuzlocke. Und ob wir dann mit Gen 4 weitermachen oder eventuell mal was ganz anderes probieren und eventuell einen Wonder Trade Nuzlocke machen in X und Y etc., das steht für euch offen. Aber was das betrifft, werde ich am Ende des Mond- oder Ultramond besser gesagt Playthroughs nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber damit ihr wisst, die nächsten ungefähr 20 Tage oder 19 Tage bis zum 17. wird kein Pokémon mehr kommen. Wir haben diese Nuzlocke hier offiziell verloren. Es war echt Hype, es war echt knapp. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat und ihr mich nochmal für ein letztes Mal für Rubin unterstützen wollt, lasst mir einen Like da, Leute. Einen Daumen nach fucking oben. Es ist einfach super wichtig, dass ihr Content Creator unterstützt. Hebt nicht nur die Motivation an, sondern hilft auch dem Kanal extrem aus. Ich danke euch fürs Zusehen. Alternativ könnt ihr jederzeit den Kanal natürlich auch abonnieren, damit ihr keinen zukünftigen Hype-Content mehr verpasst. Ich bin raus, wünsche euch noch einen super tollen Tag. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.